Hallo und herzlich willkommen zu meinem Do-it-yourself-Workshop zum Thema Energy Balls. Ich bin Ronja Winkler, ich habe Ernährungswissenschaften studiert und am Bildungscampus in dem Rahmen meines Studiums ein Praktikum absolviert, wo ich dann am Gesundheitstag zum Thema Energy Balls schon einen Stand betreuen konnte. Und jetzt möchte ich euch das nochmal abfilmen, dass ihr die Rezepte quasi auch von daheim aus nachmachen könnt. Bestimmt habt ihr schon mal von Energy Balls gehört, aber was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Die kleinen Energiekugeln haben im Internet viele verschiedene Namen. Sie werden als Bliss Balls, als Energiekugeln, als Powerballs bezeichnet und sind eben als gesündere Alternative zu Standard-Schokoriegeln entwickelt worden. Ich habe euch heute ein paar Rezepte mitgebracht, 3 Stück meiner Lieblingsrezepte, und möchte davor noch kurz erklären, was so die Benefits an den Energy Balls eigentlich sind. Und zwar sind sie dafür da, wie der Name auch schon sagt, Powerballs oder Energy Balls, dass sie uns Energie liefern sollen. Es soll ein kleiner Zwischensnack am Tag sein, den man sich schön von daheim aus vorbereiten kann und mitnehmen kann. Durch den hohen Gehalt an Kohlenhydraten und an Ballaststoffen liefern sie eben die perfekte Energie und halten auch lange satt. Durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen wird auch der Zucker, der in den Trockenfrüchten, was eine der Hauptzutaten der Energy Balls ist, langsamer ins Blut aufgenommen, weswegen es auch länger satt macht und der Blutzucker nicht so stark ansteigt und wieder abfällt. Dadurch sind die Energy Balls ein perfekter Snack für zwischendurch, liefern schnelle Energie, die aber eben auch langanhaltend satt macht. Ich habe euch jetzt 3 Rezepte mitgebracht, die ihr hier schon mal habe ich euch vorbereitet, die in verschiedene Richtungen gehen. Das eine ist ein wirklicher Naschersatz. Das sind die Cookie Dough Energy Bälle. Die sind hier rechts. Dann habe ich noch eine exotischere Variante mitgebracht. Das sind Cranberry Lemon Energy Balls und noch so einen Klassiker mit den Schoko Erdnuss Energy Balls. Anfangen würde ich jetzt mit den Cookie Dough Energy Balls. Dafür brauchen wir einmal Cashewkerne, und zwar 100 Gramm. Die wiege ich jetzt hier ein. Das war etwas zu viel. Da nehmen wir noch mal ein paar zurück. Im Grunde sind die Energy Balls sehr leicht zuzubereiten. Wir brauchen wenig Schritte. Ich habe hier so einen super Hochleistungsmixer. Es funktioniert aber auch ganz einfach mit einem Pürierstab in einem großen Gefäß. Da würde ich aber immer die trockenen Substanzen und die etwas feuchteren einzeln nacheinander mixen. Das funktioniert einfach einfacher. Genau, ich gebe jetzt die Cashewkerne schon mal in den Mixer. Die zweite Zutat, die dazugehört, sind Haferflocken. Hiervon brauchen wir 100 Gramm auch. Oh Gott. Genau, bei den Haferflocken, da stecken auch die meisten Ballaststoffe in dieser Energiekugel drin. Das sind Beta-Glucane und die helfen eben auch, dass der Blutzucker nicht so stark ansteigt. Genau. Kommen auch mit in den Mixer dazu. Ich mache immer lieber erst die trockenen Substanzen unten in den Mixer, weil wenn man die Trockenfrüchte als erstes reinmacht, bleiben die oft kleben und vermengen sich nicht so schön mit den anderen Zutaten. Zu den Trockenfrüchten, da nehme ich sehr gerne Datteln, aber auch hier kann man frei entscheiden, was einem schmeckt. Es gibt Aprikosen, es gibt Feigen, da schaut man einfach, was einem am besten zusagt oder auch in der Kombination natürlich am besten schmeckt. So, in dem Rezept kommen keine Datteln. Ich habe mich leider vertan, tut mir leid, in das Rezept kommen keine Datteln. Mit den Cashewkernen und den Haferflocken wird hier noch Wasser brauchen wir noch. Und zur Süße brauchen wir noch Agavendicksaft. Beim Wasser, das gebe ich erst am Ende dazu, um eben zu schauen, was es für eine Konsistenz hat. Der Agavendicksaft, da reichen um die 2 Esslöffel. Das mache ich jetzt auch direkt in den Mixer. So.
Und damit es eben eine teigige Konsistenz bekommt, kommt noch ein bisschen Wasser mit dazu. Da sind es ungefähr 8 Esslöffel. Ich mache aber am Anfang immer erst 6 Esslöffel rein und schaue dann, wie die Konsistenz eben ist. Ob noch was nach muss oder ob noch mehr Haferflocken dazu müssen. So. Dann stelle ich jetzt den Mixer an. Das wird jetzt ein bisschen lauter. So, da muss man jetzt zwischendurch auch mal den Teig ein bisschen abschaben, weil der dann hier doch ein bisschen hängen bleibt. Ich sehe auch, ich brauche noch ein bisschen Haferflocken dazu. Jetzt mache ich es nochmal, weil noch ein paar größere Stücke von den Nüssen übrig geblieben sind. Aber dann schaut es schon ganz gut aus. So. Genau. Jetzt gebe ich den Teig in eine extra Schüssel. Da merkt man schon, da klebt es ein bisschen unten. Das ist aber ganz normal, die sollen ja dann auch zusammenhalten. So. So, dann knete ich den Teig noch mal ein bisschen zusammen. Ich merke jetzt, dass auch ein bisschen Wasser noch fehlt. Habe jetzt noch mal einen Esslöffel dazugegeben und gebe dann noch gleich die Kakao-Schoko-Drops mit dazu, die eben dieses Cookie-ähnliche, den Cookie-ähnlichen Geschmack mit dazu bringen. Hier kann man auch gerne Kakao-Nips verwenden. Die sind aber vor allem bei Kindern nicht ganz so beliebt, weil sie halt schon sehr stark diesen Bitterstoff aus dem Kakao mit drin haben. Und ja, wenn ich sie verschenken möchte oder als Mitbringsel zum Beispiel mache, nehme ich lieber die Zartbitter-Schokodrops, weil die doch einfach ein bisschen mehr diesen schokoladigen Zartschmelz mit drin haben und besser ankommen. So. Aus dem Teig, den knete ich jetzt so nochmal zusammen, forme ich dann kleine Kügelchen. Die dürfen gar nicht so groß sein, weil es soll ja nur ein kleiner Zwischensnack sein und keine ganze Mahlzeit am Ende werden. Genau, als Portionierung nehme ich mir manchmal auch so einen Eislöffel zur Hilfe. Das kann man aber selbst schauen, wie es einem am besten beliebt. Genau. Da haben wir dann schon unseren ersten Energieball mit der Geschmacksrichtung Cookie Dough. Genau. Da forme ich jetzt noch mal ein paar. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Rezept. Ich mache jetzt den Mixer noch mal kurz von den restlichen Zutaten frei und wasche mir ganz kurz die Hände. So, für die exotische Variante brauchen wir jetzt Cranberries. Dann brauchen wir Datteln. Die nehme ich immer sehr gern als Grundsubstanz, weil die einfach den meisten schmecken. Sie sind nicht so dominant in ihrem Geschmack von der Frucht her und geben aber eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Des Weiteren brauchen wir hierzu Pekannüsse. Ich wiege das jetzt auch einfach direkt schon mal ein und gebe das dann in den Mixer.
So, bei den Datteln sind es hier wieder 100 Gramm. Da muss ich jetzt kurz warten, genau. So. Die kommen, mache ich als letztes in den Mixer, das habe ich ja vorhin gesagt. Und wiege jetzt die Kokosflocken ein. Dafür brauchen wir 75 Gramm. Das ist jetzt ein bisschen mehr, aber das ist nicht so schlimm. Dann brauchen wir 25 Gramm von Pekannüssen. Ich habe die jetzt auch mit Walnüssen ein bisschen kombiniert, dass eben nochmal verschiedene Inhaltsstoffe auch mit reinkommen. Und ja, da kann man einfach auch gucken, was man daheim hat. Das finde ich ganz schön bei den Energy Balls. Da kann man einfach ein bisschen variieren und auch das einfach benutzen, was man schon zu Hause hat. Genau. Die kommen auch mit in den Mixer dazu. Dann brauchen wir noch 25 Gramm getrocknete Cranberries. Und eben die Datteln. Die nehme ich jetzt hier nochmal wieder dazu. Die haben wir gerade schon abgewogen. Zudem kommt noch eine Prise Meersalz dazu. Das nimmt dann ein bisschen so die Säure, weil wir jetzt nämlich auch noch den Saft von einer halben Zitrone dazugeben. Die presse ich dann einfach aus. Hier habe ich mich für eine Bio-Zitrone entschieden, weil man da die Schale auch unbedenklich mit benutzen kann, wenn man die ein bisschen abwäscht und wir eben auch ein bisschen Zitronenschalenabrieb mit in die Energy Balls reintun. Da sind nämlich Pektine enthalten in der Schale, die auch zu den Ballaststoffen zählen und ja, eben auch für eine gesunde Darmflora wichtig sind. Deswegen reiben wir hier einfach noch ein bisschen von der halben Zitrone mit rein. Und geben den Zitronensaft dazu. So, das war es dann auch schon für die Zutaten hier. Dann schalte ich auch wieder den Mixer ein. So, da schaut es jetzt schon ein bisschen besser aus. Ich vermenge es trotzdem nochmal und mixe nochmal durch, dass auch die Nüsse gescheit durchgemixt sind. Aber es schaut von der Konsistenz her schon sehr gut aus. Auch hier könnte man dann einfach nochmal mit Wasser das ein bisschen klebriger machen oder noch mehr Trockenfrüchte dazugeben. Oder wenn es zu feucht und zu klebrig ist, kann man auch nochmal mit Kokosflocken das Ganze ein bisschen bearbeiten. Auch den Teig gebe ich jetzt wieder in eine Schüssel. Bei den Energy Balls, die sind jetzt eben ein bisschen fruchtiger, ein bisschen exotischer, wer das mag. Und vor allem der Gehalt an Vitamin C, was sich vielleicht vermuten lässt wegen der Zitrone und den Cranberries, ist hier sehr hoch. Vitamin C stärkt ja unser Immunsystem, was den meisten bekannt ist. Aber es ist eben auch dafür zuständig, dass zum Beispiel das Eisen in unserem Körper besser aufgenommen werden kann, was besonders für Vegetarier oder Veganer wichtig ist, dass die eben auch in der Kombination zu Eisen Vitamin C zu sich nehmen, damit das eben gut im Körper aufgenommen werden kann. So. Dann verknete ich das hier auch nochmal ein bisschen und nehme mir auch hier dann wieder eine Portion
und formen die zu kleinen Kugeln. Manchmal ist es bei den Flocken so, dass das sich nicht so gut rollen lässt, die Konsistenz vom Teig. Dann drücke ich die eher in die Form, in die sie gehört, also zu den Kugeln. Genau, und schon haben wir unseren exotischen Energy Ball, den Cranberry Lemon Energy Ball. So, als drittes habe ich jetzt noch meinen persönlichen Favorite mitgebracht. Das ist so der Klassiker aus Kakao, also Schoko, Erdnuss Energy Ball heißt der. Der ist eben, wie der Name schon verspricht, ist viel ein hoher Kakaoanteil mit drinnen und Erdnüsse, aber auch wieder Datteln und ein bisschen Erdnussmus ist noch mit drinnen. Hier kann ich gleich sagen, für Allergiker, ihr braucht nicht traurig sein, ihr könnt das gerne auch mit Mandeln ersetzen, also dann das Mandelmus dazu nehmen und Mandeln, das schmeckt genauso lecker und funktioniert genauso gut. So, ich mache hier mal meine Sauerei ein bisschen weg. Genau. Hierzu brauchen wir jetzt einmal 200 Gramm Datteln. Das ist recht genau 200. Ich mache mal eine mehr rein, weil die Feuchte meistens wichtiger ist. Dann brauchen wir 60 Gramm von den Erdnüssen. Oh, da ist noch eine übrig geblieben. Die kommt noch mit rein. Dann brauchen wir einen Esslöffel vom Erdnussmus. Da nehme ich immer gern ein bisschen mehr, weil es auch eine schöne Konsistenz eben gibt. Dann kommt von dem Backkakao kommen 35 Gramm mit rein. Da braucht man wirklich auch keinen normalen gesüßten Kakao nehmen, weil die Datteln wirklich so süß sind, dass man da nicht extra Süße nochmal braucht. So. Ich persönlich mache in diese Energy Balls auch gerne ein bisschen eine Note Zimt. Aber den kann man auch gerne weglassen. Aber auch der fördert natürlich ein bisschen unsere Verdauung, regt den Stoffwechsel ein bisschen an und macht dazu noch einen sehr tollen Geschmack mit rein. Um so ein bisschen eine Crunchy-Note mitzubekommen, nutze ich sehr gerne Chiasamen. Da kommen jetzt auch noch 2 Esslöffel mit in das Rezept mit rein. Und die haben natürlich auch ganz viele hochwertige Proteine, viele wichtige ungesättigte Fettsäuren. Deswegen kann man die eigentlich ganz toll, wenn man die mag, immer mit hinzufügen. So. Für noch ein bisschen mehr Proteingehalt sorgen dann auch noch Sonnenblumenkerne. Da machen wir auch noch mal ein bisschen was rein. Wo ist mein? Auch da nehme ich so um die 35 Gramm. Ich mache immer zu viel. So, das passt. Und gebe die mit dazu. So, jetzt ist mir das passiert, was ich am Anfang erwähnt habe. Ich habe die Datteln zuerst rein. Das ist der Vorführeffekt. Dann seht ihr gleich mal, jetzt hat es nicht so gut durchgemengt. Jetzt muss ich hier nochmal besser rühren, dass die Datteln vom Boden ein bisschen wegkommen und auch mit den anderen Zutaten vermengt werden. So. So, das dürfte jetzt reichen.
Schaut sehr gut aus. Hier sieht man auch wieder gut diese klebrige Konsistenz, die der Teig hat. Den gebe ich jetzt auch wieder in eine Schüssel. Jetzt riecht es hier schon ganz stark nach Kakao. Also das ist wirklich was für Schokofans, das Rezept. Und dadurch, dass auch so viele Nüsse und Kerne hier mit drin sind, mit den Chiasamen und den Sonnenblumenkernen, kann man die auch ganz toll für nach dem Sport zum Beispiel verwenden. Genau. So. Jetzt knete ich das nochmal ein bisschen durch. Und forme auch hier wieder kleine Kügelchen. Und fertig ist schon das letzte Rezept unserer Energy Balls. Was man jetzt noch machen kann mit den fertigen Energy Balls, wenn man das möchte, man kann es in verschiedene Zutaten wälzen. Dann schauen die nochmal von außen ein bisschen anders aus. Da kann man sich auch raussuchen, was man möchte. Ich nehme mir hier jetzt mal die fertigen und habe hier ein bisschen schon mal Kakaopulver wieder, den Backkakao vorbereitet. Ich mache hier kurz frei. Dann habe ich Matcha-Pulver, das gibt nochmal so einen extra Energiekick, das ist ja so ein grüner Tee, der eben auch wach macht und natürlich auch eine sehr schöne Farbe hat und auch nochmal Kokosraspeln. Da kann man sich dann jetzt die Bälle nehmen und dann nochmal ein bisschen drin wälzen und schon schauen sie aus wie kleine Pralinchen. Ich nutze jetzt mal den hier noch in der grünen Farbe. Und die Kokos nochmal in den Kokosflocken. Die halten manchmal nicht ganz so gut. Aber funktioniert. So, dann bin ich schon fertig mit den Energy Balls. Was eine schöne Möglichkeit ist, also was ich gerne mache, ist die Energy Balls zu verschenken. Dazu tue ich die dann zum Beispiel in so kleine Gläser, fülle die dann rein, dass die schön aussieht und mache manchmal noch eine Schleife drumherum. Das kommt sehr gut an und sie schmecken auch wirklich jedem. Es ist für jeden was dabei. Da liegt es einfach an euch, dass ihr euch ausprobiert, was euch schmeckt, eure Lieblingszutaten mal zusammen in den Mixer macht und einfach mal guckt. Es geht wirklich nur einfach, wichtig ist, dass die Konsistenz am Ende stimmt. Aber wie gesagt, dann fügt ihr einfach ein bisschen Wasser dazu, ein bisschen mehr Datteln oder eben, wenn es zu klebrig schon ist, ein bisschen mehr Haferflocken oder Nüsse. Genau. Ja, ich hoffe, es ist für euch auf jeden Fall auch was dabei. Ich probiere dann natürlich auch nochmal vor der Kamera für euch. Die sind alle super, super lecker. Und ja, das Ziel ist einfach, probiert euch aus. Ich habe euch jetzt ein paar Inspirationen gegeben. Vielleicht ist schon euer Lieblingsrezept dabei, aber die Sache ist einfach, da ist irgendwie dem Geschmack und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also probiert euch da aus, was euch am besten schmeckt. Und ich probiere jetzt mal den Cookie Dough Energy Ball.